Seit Mitte 2013 leitet Frank Ohi die Geschicke der Elbland-Kliniken in Radebeul, Riesa und Meißen als Vorstand der Elbland-Klinikengruppe. In den vergangenen Jahren konnte Ohi mit den Mitarbeitern zahlreiche Projekte erfolgreich realisieren. Wir treffen den agilen Mit-40er wenige Tage vor Ende des Jahres 2019. Herr Ohi, wie geht's und wie war das Jahr 2019 für Sie? Oh, wie geht's? Gut immer. Aber wie war das Jahr 2019? Ereignisreich. Ja? Sehr ereignisreich mit Bauten, Fertigstellung, Neubauten, mit vielen Änderungen. Von Gesetzes wegen, aber auch intern vieles neues Personal, was gut ist. Ja, und viele neue Sachen, die auf uns zugekommen sind. An welchem Standort der Elbland-Kliniken ist es aus Ihrer Sicht so richtig vorangegangen? Vorangegangen ist es bestimmt in Radebeul und in Riesa, muss man wirklich beide Standorte nennen, durch den Neubau, die dort jeweils auch eröffnet wurden, Notfallaufnahme und dann natürlich auch noch ein paar andere Bereiche da drin. Aber das sind so Meilensteine. Auch für die Standorte, da will ich keinen herausnehmen, da sind beide wirklich ganz neu aufgemacht worden, weil Notaufnahme ist das Eingangstor für die Kliniken. Das klingt alles super, da könnte man als Vorstand sagen, kann ich mich zurücklehnen, aber vor welchen Herausforderungen steht man denn so im Gesundheitsbereich, sag ich mal, mit so einem großen Konzern wie den Elbland-Kliniken? Also es ist natürlich so, dass die größte Herausforderung immer noch das Personal ist. Ne? Wir suchen ständig Personal, wir sind mittlerweile bei 2.920 Mitarbeitern. Das sind 600 mehr als noch vor 6 Jahren. Also so 100 mehr jedes Jahr kann man so rechnen. Und wir haben natürlich auch viele Mitarbeiter, die ausscheiden, die in Rente gehen. Das heißt, die müssen auch aufgefüllt werden. Also wir haben wirklich die Herausforderung, Personal zu finden. Da haben wir einige Maßnahmen gemacht, die auch eingeschlagen sind, auch bei den Azubis. Aber ansonsten bleibt es das Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen. Und natürlich die Bauten fertigstellen, die Mittel dafür, die Fördermittel und so weiter. Mit 2.900 Mitarbeitern oder fast 3.000, sagen wir mal, sind Sie ja der größte oder mit der größte Arbeitgeber im Landkreis Meißen. Ja. Die sind ja schon mal da, die Menschen. Ja. Die müssen ja auch, sage ich mal, jeden Tag ihre Arbeit machen. Ja. Wie lenkt man das denn? Das lenke ich nicht alleine, das lenken ganz viele Menschen. Wir brauchen gute Teams. Im Grunde ist es eine große Teamarbeit. Aber natürlich ist es so, dass wir jeden Tag Patienten behandeln, das steht im Fokus. Und dafür brauchen wir Ärzte, Pflege, aber natürlich auch Reinigungspersonal, Servicekräfte, Medizintechniker, also einen ganzen Stab an Menschen, die zusammen diese Leistung vollbringen. Und das muss gut koordiniert sein. Und das machen eben Führungskräfte und in Teams. Und das ist das Wichtige. Dresden, Leipzig, Chemnitz und ich sag mal so am Rande oder fast in der Mitte die Elbland-Kliniken. In welchem Umfeld bewegen Sie sich? Jetzt können Sie sagen Dresden, Leipzig, Chemnitz, das ist mir klar, aber in welchem medizinischen Umfeld bewegen Sie sich? Naja, das ist schon so, das sind die großen Standorte, wo da natürlich auch ganz große Häuser stehen mit den Unikliniken oder in Chemnitz natürlich auch ein großes Haus mit unheimlich vielen Abteilungen. Und wir haben im Grunde auch viele Abteilungen, fast alle kann man so sagen, natürlich ganz spezielle Abteilungen haben wir auch nicht. Aber ansonsten sind wir in der Peripherie schon dafür auch Garant, dass die Menschen zu uns finden und auch behandelt werden. Und das ist der wichtige Punkt für uns auch. Was war die größte Innovation der Elbland-Klinik im Jahr 2019? Die größte Innovation, würde ich sagen, hat am Standort Riesa stattgefunden mit den 2 neuen Linksherzkathetern. Das ist für die Region doch schon ein ganz großer Bestandteil, jetzt technisch gesehen an Innovation. Ansonsten haben wir an jedem Standort auch neue Behandlungsspektren. Hier in Meißen zum Beispiel die Parkinson-Behandlung und in Radebeul, kann man sagen, haben wir auch eine starke Innovation, die sogar in der Welt umhergreift. Herr Dr. Marx hat dort eine OP-Methode entdeckt, selbst kreiert, die jetzt in der ganzen Welt diskutiert wird. Und da sind wir stolz drauf. Das steht ja auch in der einen oder anderen Zeitung deutschlandweit zu lesen. Wie stolz ist man denn, wenn man den Fokus auf den Tisch bekommt und bekannte Gesichter auf der Titelseite sieht? Ja, also es ist tatsächlich so, der Fokus, wir sind wieder drin mit Herrn Dr. Marx aus Radebeul, mit seiner Abteilung. Wir sind aber auch mit Dr. Stölzing drin. Und das Haus hier in Meißen ist zum regionalen Top-Krankenhaus, eins von 15 in Fokus gewählt worden. Und da sind wir natürlich stolz drauf, weil das zeigt auch, dass unsere Arbeit auch nach draußen hin Erfolg hat und auch so bewertet wird. Jetzt ist ja der Dezember sozusagen der Monat, des nach dem Spiel ist vor dem Spiel, die Vorbereitung fürs neue Jahr, das ist ja ein laufender Prozess. Wo fährt es denn hin, das große Schiff Elbland-Klinik im Jahr 2020, zumindest nach Ihren Wünschen? Also wir sehen uns nicht als großes Schiff, sondern wir sind durch die Standorte natürlich jeder so für sich auch speziell in das Umfeld eingebunden. Es gibt viele gesetzliche Veränderungen, auch starke Veränderungen, die die Finanzierung angehen.
Und wir versuchen auch weiterhin hier natürlich mitzuhalten. Es wird immer schwieriger. Das ist von der politischen Seite aus auch so gewollt, weil natürlich auch ein paar Häuser vielleicht in ganz Deutschland noch schließen müssen. In Sachsen aus unserer Sicht nicht unbedingt. Wir bleiben aber natürlich fest dabei, dass wir weiterhin für die Menschen da sind und das ist das Wichtige. Woran wird der Patient der Elbland-Kliniken in Radebeul, Meißen oder in Riesa merken, dass er auch im Jahr 2020 wieder sehr gut aufgehoben ist im Elbtal? Also letztendlich, er kann 24 Stunden, 365 Tage im Jahr zu uns kommen. Auch wenn manchmal eine kleine Wartezeit mit dabei ist, das hat schon Gründe. Wir versuchen jedem zu helfen, so weit wie es geht. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Garant, neben den Arztpraxen, die wir auch noch haben und so weiter. Also wir sind für die gesundheitliche Versorgung, fühlen uns dafür verantwortlich und sind auch da. Jetzt sind Sie viel unterwegs, auch in den Häusern. Was war denn im Jahr 2019 der Moment, an den Sie sich ganz besonders gern erinnern? Na, da würde ich schon sagen, dass die beiden Eröffnungen, ich kann da gar nicht sagen, dass eine besser war als die andere, das will ich auch gar nicht. Aber das war schon sehr ergreifend, weil dort doch ein Meilenstein für beide Häuser entstanden ist, auch für die Belegschaft. Und das hat man schon gemerkt, dass bei der Eröffnung auch alle davon ein bisschen ergriffen waren. Und das war schön. Wenn wir heute in einem Jahr das Interview nochmal machen, was wäre dann das Schönste, was Sie zu erzählen haben wollten? Na, hoffentlich, dass wir auch gut durch das Jahr 2020 gekommen sind, letztendlich wirtschaftlich, wie auch natürlich mit unseren Bauten. Wir bauen ja weiter. Und natürlich, dass wir genügend Personal gefunden haben, das bleibt die Herausforderung. Ja, und da hoffe ich drauf, dass das genauso dann auch wieder sein wird. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern bedanken für die Leistung im Jahr 2019. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und auch großer Dank an die Patienten, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Und wir sind auch im Jahr 2020 wieder für Sie da. Ihr Frank Ohi.